Radikal Fisch. Radium L5. Impact. Wir drücken natürlich die Maus. Tja, Hallöchen Popöchen zu einem neuen Let's Test. In dieser Reihe ist hier Let's Test CrossCode. Ein Spiel, das, wie man sieht, im alten 16-Bit-Grafikstil erstellt wurde und was stark an alte Super Nintendo-Zeiten erinnert. Man sieht es hier, ein bisschen Pixel-Grafik hier und da und so weiter und so fort. Diejenigen, die mit Super Nintendo und so weiter aufgewachsen sind, so wie ich, denen würden sicherlich ein paar Erinnerungen aus damaligen Zeiten wahrscheinlich hochkommen. Das nicht mal so gesagt. Tja! Und was soll ich sagen? Nach langer Zeit, ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das Spiel entweder Let's Playen oder doch lieber Let's Testen soll. Weil die Sache ist die, CrossCode befindet sich seit, keine Ahnung, glaube ich, seit Sommer 2015 im Early Access Stadium. Das heißt, es ist noch nicht vollständig implementiert. Aber es entwickelt sich stetig weiter und hat bis heute relativ gute Rezensionen bekommen. Soweit ich weiß, auf Steam kann man sich das für 19,99 € kaufen. 97% relativ gute, positive Bewertung. Das ist natürlich schon mal sehr toll. Besonders wenn man bedenkt, dass das Spiel sich schon seit Jahren, seit über 2 Jahren im Early Access befindet und in April 2018 in der finalen Version rauskommen soll. Hier sieht man es auch. Version 0.9.5-5 Beta. Nicht mehr Alpha, auch nicht Pre-Alpha, sondern Beta. Tja, was ist denn CrossCode für ein Spiel? CrossCode ist ein Spiel, das im 2D-Grafikstil gehalten wurde und stark an Spiele wie Secret of Mana, Zelda und Co. erinnern. Und so sollte es auch sein. Alter SNES-Stil. Wo vor allem auch die Musik stark an alte Super Nintendo-Mucke erinnert, wie man hier im Hintergrund sicherlich hören kann. Tja, und was ist das für ein Spiel? Das werde ich euch dann noch zeigen. Hier haben wir neues Spiel, Preset, Spielstand, Spielladen, Optionen. Ich weiß nicht, ich habe immer Optionen hier zum Beispiel, kann man die auf Deutsch und so weiter und so fort einstellen. Habe die Textgeschwindigkeit auf 6 eingestellt. Genau, Text, RIP. Wir können natürlich auch hier runter, dann wieder langsam, oder? Na und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach mal so. Ich könnte auch auf Maximum, aber... Keine Ahnung, ich lasse es einfach mal so. Aber was ist das denn hier? Aufgaben, Updates, bla und hier. Anzeigentyp, passend, gezerrt. Dash-Taste, keine Ahnung. Rechter Bumper, meinen die das? Ach so, ja. Linke Maustaste, rechte Maustaste oder umgekehrt, keine Ahnung. Ja, ne? Hier kann man das einstellen. Gehen wir mal wieder zurück. Fackeln wir mal nicht lange rum und let's testen das. Wie gesagt, weil es Early Access. Ich hab's über 6 Stunden gesuchtet wie ein Verrückter und es macht mir immer noch Spaß. So, neuer Spielstand. Man kann natürlich vom Spiel auch die kostenlose Demo runterladen. Wirklich eine Demo. Die habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde gespielt. Hab mir dann am nächsten Tag gleich direkt die Vollversion gekauft. Deswegen kann ich nicht sagen, wie weit die Demo eigentlich geht. Muss man halt mal ausprobieren. So, auf jeden Fall 4 Minuten und ich habe immer noch nicht angefangen zu spielen. Also fangen wir jetzt einfach mal mit einem neuen Spielstand an. Das Tutorial beginnt natürlich erstmal jetzt zum dritten Mal. Einmal in der Demo-Version habe ich ja schon das Tutorial durchgespielt. Danach in der Vollversion jetzt bespiele ich das für die Zuschauer auch nochmal das dritte Mal durch, das kenne ich, war dann die ganze Geschichte schon irgendwie, aber hey, man kann es ja zu Demo-Zwecken auch mal machen. Ich möchte das Spiel natürlich auch vorstellen, vielleicht hat ja einer Interesse dran. Ja dann, los, neuer Spielstand. Ich habe natürlich schon einen Spielstand, wie man hier sieht. 6 Stunden, 8 Minuten, 37. Dazu kommen wir dann einmal später. Dingskirchen, genau, neues Spiel. Und liebe Geschichte beginnt. Initialisiere Avatar. Ich weiß, dass du mich hörst. Wo ist er? Schüssiger, ich muss dich bitten zu gehen. Also, haltet ihr ihn hier fest? Was fällt euch ein?
Die Zeit drängt, wir haben keine Wahl. Ihr entführt also einen Todkranken und lasst ihn schuften, bis er stirbt. Ich werde ihn wieder zur Vernunft bringen. Kommt mir nicht in die Quere. So, WASD und weiter. Shizuka, bitte tu das nicht. Man kann mit G natürlich die Texte ein bisschen scrollen. Und so weiter und so fort, ne? So. Und die Demo, da kann ich mal sagen, es geht gleich direkt zur Sache. Also direkt zu Beginn fängt man schon mal was an. Yeah. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht gehen lassen. Ich sollte mich auch immer rasieren, aber ist auch egal. So. Ach ja? Dingsbums, genau. Oh, Drücke D und rechte Maustaste. Und man hört schon die Mucke. Siehste, und so beginnt das. Da muss ich schon mal besser rankommen. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mit dem Shortcut drücke, womit ich die Aufnahme aus Versehen abbreche. Das wäre ein bisschen doof. Deswegen, keine Ahnung. Du weißt, dass ich auch so will. Keine Ahnung. Hast du einen Clown gefrühstückt? Sicher, was würde dir gefallen? Du willst scheinbar nicht hören. Naja, bei den Dingern um den Ohren, ob die überhaupt hören kann, keine Ahnung. Ist ja Wumpe. Kälte immer da. Sehr einfallsreich. Ja, bam! Man sieht, dass das Spiel hier im japanischen Anime-Grafikstil gehalten wurde. Bam! Bam! Siehste? So ist es. Schwach gegen Hitze, wie überraschend. Hopp. Mit G kann man wegdrücken. Wäre nicht so, als ob ich das nicht tun würde. Fast am Ziel. Aber ohne was. Wenn du ihn jetzt stört, wird seine alte Haare umsonst sein. Tut er nicht. Und er hätte ihn gar nicht geschehen sollen. Denke ich vielleicht auch, aber hey. Mann, die Musik. Die ist vielleicht nicht so meine Lieblingsmucke, aber ist auch Wumpe. Ein bisschen antreibende Kampfmusik, muss ich immer sagen. Okay, jetzt reicht. Du weißt nicht, wann Schluss ist, oder? Keine Ahnung. Was ihr für eine Vorstellung. Pass genau auf. Ja. Space. Aufladen. Und dann loslassen. Bum, bam, yeah, bum. Manometer, was für eine geile Action ist das denn? Du kannst mir so viele Gegner in den Weg stellen, wie du willst. Die Levelgrenze ist hier nicht gerade auf deiner Seite. Damit ich den Henri Cattere oder wie der dieser Bartstil, dieser Stefan Raab Stefan Raab Bart nennt. Ui! Wir gehen jetzt hier, wir könnten natürlich auch hier, aber hier gibt's nichts zu sehen. Ab durch die Tür und rein in den Raum. Satoshi! Tajiri, der Erfinder von Pokémon? Oder doch ein anderer Satoshi, egal. Schwester, hatte ich ne. Hier. Dingsbums und Augen, hier, guckt da hin. Zum Rechner, Terminal. Die Matrix wird wahrscheinlich programmiert mit einem Linux-Server. Ne, also egal. Was tust du da? Du kannst in deinem Zustand nicht arbeiten. Ach, was für ein Zustand. Du solltest dich besser ausruhen. Wieso sollte ich ruhen, wenn meine Zeit ohnehin gekommen ist? Ich muss mein Werk vollenden. Das ist meine letzte Aufgabe. Ich habe dir auch von dir Abmachung erzählt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich beende es und dann werden sie dich in Ruhe lassen. Wer sind sie? Bielefeld? Egal. Nein, ich will das nicht. Satoshi, hör auf! Piep! Es ist vollbracht. Wie? Nein! Nein! Shizuka. Jetzt sind die Augen zugeklappt, oder was? Es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass du darin verwickelt wurdest. Versprich mir bitte, dass du verschwindest. Ich kann nicht mehr, mir wird schwarz vor Augen. Bitte. Erinnert mich ein bisschen an Secret of Mana. Nur statt den Mana-Baum gibt's ein Haus. Was für eine schöne Aussicht.
Grüß Gott. Cross-Site Scripting CSS. Initialisiere Avatar. Grüne Haare. Ist ein Punk oder was? Nö, natürlich nicht. Cyberpunk oder so. Da bist du ja. Initialisierung erfolgreich. Mit einem Headset von Hammer. Wahrscheinlich. Ein Sprachproblem. Ein Problem mit der Sprachsynchronisation. Anscheinend. Irgendwas musste ja schief gehen. Man sieht, dass das Spiel eindeutig von Männern programmiert wurde. Weiberlastig und Dingsbums. Ja. Aber du verstehst mich korrekt? Jo, natürlich. Okay, es wird schon irgendwie klappen. Du weißt wahrscheinlich nicht, was vor sich geht. In Ordnung, lass uns klein anfangen. Erinnert sich an VRP bzw. VRP? Virtual Ricochet Projektil? Bälle? Also irgendwie so stillschweigen, irgendwie. Ja. Die scheint sich erinnern, okay. Carla, wir sind soweit. Starte bitte die Trainingssequenz. VRPs sind deine grundlegendsten Werkzeuge. Sie sind quasi wie Bälle. Triff also hier alle Roboter mit dem VRP. Brille, Dingsbums und wirf. Bup. Zielen und zielen. Bumm. Gut gemacht. Man sieht es ja so Anime-Stil-mäßig, ne? Irgendwie so blaue Haare, so japanisch angehaucht, ne? Aber egal, da komme ich noch später zu. Naja, um sicher zu sehen gehen, lass uns noch mehr Roboter bewerfen. Nur mit größerer Distanz. So. Und dann merke ich, sie werden nicht von der Schwerkraft beeinflusst. Egal wie weit du wie sie wirst, VRPs werden nicht auf den Boden fallen. Bewegen mit dem Mauszeiger. Also das heißt hier klicken. Ich habe nämlich schon mal, wie gesagt, privat schon mal, ne, und so. Bam! Wupp. 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 Nochmal schwupp dich. Wupp. Und schwupp dich. Ich habe natürlich schon ein bisschen Übung drin. Dings da. Wo hab ich wieder noch einer? Hä? War da nicht. Ach so, man hab ich nicht gerade. Boah, hab ich gerade nicht gesehen, hab ich tatsächlich nicht gesehen. Sehr gut. Als nächstes aktivieren wir den Charger-Mode. Charger-Mode aktiviert. Du aktivierst aufgeladene Bälle durch längeres Zielen. Lass uns sofort testen. So, was heißt das? Im Klartext? Der Charger-Mode erlaubt es dir, größere VRPs zu werfen. Aufgeladene VRPs prallen zudem von Wänden ab. Wie du siehst, kommt daher der Name. Durch die aufgeladenen VRPs kannst du das Ziel mit dem roten Kreis treffen. Kein Problem, oder? Natürlich, Ziel mit der roten Linie. Bist du an der roten Linie, um einen aufgeladenen Ball zu werfen? Das heißt, folgendermaßen. Klicken und also den Klick halten. Bam und bam. Und dann natürlich hier so bam. Ach so, scheiße, Mann. Ich wollte das nur mal kurz demonstrieren. Hier sieht man natürlich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Man muss natürlich ein bisschen und so. Keine Ahnung, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Bam, ein bisschen knapp hier so. Gut, genug geübt. Jetzt solltest du wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Carla, wir sind mit der. Wir sind hier fertig. Du kannst die Schwebesequenz beenden. Alle in einem Glied. Ein Sir. Hui. Immer nur Weiber. Wie man sieht, Männer haben es programmiert und von daher, Dings danach, brauche ich nicht viel zu sagen. Hallo, Liebes. Willkommen in unserem gemütlichen Frachtraum. Wie? Frachtraum? Hatte ich auch damals nicht auf dem Radar. Egal. Ich bin Carla. Schön, dich kennenzulernen. Die Frau von Mr. Nutella? Stardew Valley? Die Schwester? Keine Ahnung. Bist du wohl schüchtern, was? Es gibt Probleme mit ihrer Sprachsynchronisation, allerdings versteht sie uns zumindest. Echt jetzt?
Mein Gott! Können wir das beheben? Das weiß ich noch nicht. Ich werde mir das nur anschauen. Egal, ich bin sicher, wir verstehen uns. Ach so, wortlose Kommunikation und so. Mhm. Genau so. Tolle Zähne. Was für ein Zahnarzt hast du denn eigentlich? Keine Ahnung. Aber ich würde schon gerne deinen Namen wissen. Sergei, kannst du uns aushelfen? Hm, sicher, der Name ist Lea. L-E-A. Na, Lea, hübscher Name. Na dann, ja, kannst du losgehen? Wir müssen dich für das, was kommt, in Form bringen. Du weißt schon, Bällchen werfen und so. Und ich habe da genau das Richtige für dich vorbereitet. Mina! Tür! Bewege mich wie ASD, Escape und Pausenmenü. Disney's große Pause und so. Was ist das denn hier? Ein Parkour. Kenne ich natürlich schon, aber tun wir so, als ob ich das zum ersten Mal machen würde. Und so. Die Musik ist auch ganz nett. Gut, legen wir los. Ja, keine Ahnung, ob die Musik man überhaupt hören kann, weil es ist ein bisschen leise. Deine Aufgabe ist es, zur Tür am anderen Ende des Raumes zu kommen. Lass dich nicht von mir stören. Ich bleib aber in deiner Nähe, falls du mich brauchst. Naja, ich könnte dir ein paar Tipps geben, wenn du mich ganz lieb fragst. So. Das heißt, man könnte hier, wenn man die anklickt. Was schließe ich auch schon? Schließe jetzt schon auf dem Schlauch. Ja. Na, oh Mann. Dann nochmal von vorne. Spring einfach mal über die Container hier. Der Pappkarton da ist nämlich nicht ohne Grund. Lauf gegen kleine Objekte. Wenn ich mir hier laufen würde, würde ich ja natürlich nur gegen die Wand laufen. Hier, wupp, wupp, hallo. Natürlich muss man schon ein bisschen Vollgas geben. Ach ja, kümmere dich mir mal um den Visor. Ich brauche nur, um zu sehen, was du hier so treibst. Dings da. So, hier, dann muss ich natürlich... Bam. So, dann wird die Wand natürlich sich unverzüglich verziehen. Oh, Dings da. Ich bin schon andere Dinge gewohnt, weil ich schon weiter im Spiel gekommen bin. So. Natürlich könnte man jetzt auch hier durch die Wand schießen. Keine Ahnung warum. Ist wahrscheinlich... Hier, so. Kenne ich natürlich alles schon. Erste Demonstration. Die Musik ist auch ganz nett. Aber man kann die ja jederzeit fragen, ne? Brauchst du Hilfe? Nö, natürlich nicht. Wir haben es ja schon kapiert. Alles klar, weiter. Na, wie gesagt, ich habe das schon gespielt. Ich kenne das irgendwie schon. Mann, die Musik. Oh. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Winkelpinkel. Pinkelwinkel. So, machen wir hier. Wir könnten natürlich auch wieder fragen, nur mal so just for fun. Siehst du die Schalter auf dem Container? Die kannst du ja von weitem treffen. Du musst nur darauf achten, von derselben Höhe zu werfen. Genau deswegen wollte ich mich gerade hier... Hallo. Begeben. Aufladen, Pam. Nächste. Natürlich. Von derselben Höhe. Geht natürlich, wenn ich hier drauf stehe, dann sieht man, dann würde ich einfach so... Bam. Bam. Na, und so weiter und so fort. So, und die Tür ist auf. Open the door to the next room, my lady. Zunächst nicht mehr. Da warten ein paar Schalter auf dich. Hier natürlich, lass uns einfach nochmal das Spiel erklären. Magst du ein paar Spoiler haben? Natürlich, ich spoilere euch gerne, ihr kleinen Schwachmaten. Tja, irgendwas ist an diesem Schalter anders, ne? Ein einzelner Ball wird leider nichts helfen. Mira dagegen belegen. Ja, so. Bam. Siehste? So. Und dafür habe ich wirklich ein paar Minuten gebraucht, um das zu verstehen. Beim allerersten Durchlauf in der Demo. Scheint ein Naturtalent zu sein. Ja, nicht ohne Grund. Keiner VIP, nicht Bille. Ach komm schon, so nennt man die. Hier keiner mehr. Traurig, aber wahr. Ja, stimmt. Der ist ein bisschen konservativ veranlagt. Egal. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Pinkelwinkel. Oh, Dings da. Natürlich bringt das nichts. Weil, und so. Ich könnte... Keine... Oh, hallo. Ach so, stimmt, ich muss ja erstmal... Bah, hab ich nie gedacht, dass das hier ein bisschen höher ist, deswegen Dings ja. Bam, so. Mal wieder hier so. Bam.
So. Schön rein, hast du rein. Ist nur ein kleiner Raum. Natürlich, klein. Hey, schade, lass mich ein bisschen nebenbei schnattern hören. Lass mich ein bisschen schnattern können. Wie eine Ente. Ach, keine Sau, Sergi kriegt das eben nur hin. Stimmt, Sergi? Es ist voll herausfordernd, vorsichtig ausgedrückt. Dein Optimismus haut mich manchmal aus den Socken, wenn das mal keine Ironie ist. Ich muss mich gerade mal kurz kratzen. Ah, endlich, mein Lieblingsraum. Hier kannst du jetzt mal den Robotermäusen an den Rollen so richtig die Sau rauslassen. Bis Bodytime. Quasi eine Schießübung mit beweglichen Zielen. Natürlich nicht, dass ihr mit dem E verdrehen, dann kommt eine Scheißübung bei raus. Natürlich. Juhu! Ja. Bam, 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 bam. Juhu. Bam. Bewegliche Ziele. Bam, bam. Kannst du mal so richtig austoben. Siehste, und schon. Dings da. Ach so. Man kann natürlich. Ach ja, ist ja falsche Höhe, deswegen. Erstmal ja, die Lücke wiederholt, um den Gegner im Schnellfeuer in Schach zu halten. Bam, 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 bam. Hui! Geronimo! Siehste, und hui, hui! Weiter geht's. Natürlich. Natürlich. Hier. Die Frage ist wohl, wo die Mäuse sind. Die Dinge sind ziemlich klein. Musst ihr wissen. Könnten wir hier irgendwo versteckt halten? Wie? Die, also so klein sind die auch nicht. Ist ein bisschen unlogisch, oder? So, wie gesagt, ich kenne das schon. Also nicht wundern, wenn ich hier so schnell auf Sachen komme. Auf die man normalerweise nicht kommt, wenn man ein IQ von 5 hat. Oder weniger. Also Intelligenzquotient gleich Raumtemperatur. Bam, Traumtemperatur. Bam, Mickey Mouse. Was treibst du dich hier rum? Carta Carlo. Bam. Ich könnte einfach hier direkt. Verpiss dich, blöde Maus. Verpiss dich, blöde Maus. Hallo. Hau mir nicht ab. Ich brauche dich noch für später. Mehr oder weniger. Komm, komm, eine Rattenfestung. Natten, Lagerfestung. Ja, ich habe Hunderten bezogen. Da hat jemand eigentlich Spaß beim Aufbauen gehabt. Man kann hier natürlich. Bam, bam. Bam, seit Jahrhunderten unbezwungen. Wie? Seit Jahrhunderten sieht nicht so aus. Das sieht so pillepalle pipifax einfach aus. Bam. Bam. So, Kristallgerät reingelegt und. Weiter geht's. Ab zur Tür.